In diesem Clip geben wir Ihnen einen grundlegenden Überblick zum Umgang mit Texten in Max QDA 10. Mit Max QDA behalten Sie stets den Überblick über Ihren Datenkorpus. Beim ersten Betrachten der Programmoberfläche fällt auf, dass alle Funktionen weiterhin wie gewohnt schnell und intuitiv auffindbar sind. Da Sie nun auch Audio- und Videodateien einbinden können, heißt die Liste der Texte nun Liste der Dokumente. Das Management Ihrer Dateien findet natürlich wie gehabt in diesem Fenster statt. Bei einem neuen Projekt enthält die Liste der Dokumente zunächst nur die oberste Ebene, das Icon Dokumente. Das Icon Sets soll uns an dieser Stelle nicht weiter interessieren. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt der Analyse wichtig, wenn Sie eine spezielle Zusammenstellung Ihrer Daten auf einen Klick zur Verfügung haben wollen. Wie bei allen Max QDA Arbeitsbereichen finden Sie auch in der Liste der Dokumente das Management weitestgehend im Fenster eingelagert. Um die Optionen zu sehen, klicken Sie rechts auf die gewünschte Ebene, in diesem Fall auf die Ebene Dokumente. Im oberen Bereich finden Sie verschiedene Möglichkeiten der Aktivierung. Mit diesen können Sie auswählen, welche Dateien bei Suchläufen berücksichtigt werden. Weiterhin können Sie ein Memo für den Gesamttext anlegen, diverse Übersichten aufrufen, Dokumentengruppen erstellen und sortieren, unterschiedliche Optionen zum Dokumentenimport wählen, Texte direkt in Max QDA transkribieren, sofern Sie nicht R4 nutzen, und spezielle Unterstützungen für Teamarbeit aufrufen. In der Hauptmenüleiste des Fensters finden Sie einige Schnellzugriffe auf häufig genutzte Funktionen, deren Bedeutung Ihnen per Tooltip angezeigt wird. Wenn Sie keinen Zugriff auf Ihren Datenkorpus brauchen, können Sie das gesamte Fenster einfach schließen. Per Klick auf das Fenstersymbol in der oberen Menüleiste ist es jederzeit wieder zu öffnen.